Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sorgen. Hallöchen, ich bin Lane. Heute ist Samstag, ich bin gerade aufgewacht und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Einmal alle Pauli sagen, dass diese Hose auf jeden Fall cool ist. Okay. Und diese Brille ist auf jeden Fall fancy in der Kamera. Und wem gehört sie? Mir. Kurzes Update. Auf jeden Fall, wir haben gefrühstückt. Danach bin ich nicht nochmal eingeschlafen. Und jetzt gehen wir einkaufen. Da filme ich auf jeden Fall nicht, weil die Leute sind auf jeden Fall so oder so schon unter Spannung. Ach, und ja, der wahre Gentleman lässt tragen. Aua. Kleine Sünden bestraft, der liebe Gott, sowas und so fort. Na gut, wir hören uns später. A few moments later. Okay, zurück vom Einkaufen. Wichtig ist natürlich immer, dass ihr euch auch alle immer schön die Hände wascht. Danach schön desinfiziert. Was sagst du dazu? Wichtig. Okay. Habt ihr gehört? Wichtig. Okay, da mir absolut nichts einfällt für dieses Video, weil ich wie jeder andere auch einfach zu Hause bin und meine Kreativität erstmal wieder zurückkommen muss, mache ich jetzt das, was alle weiblichen YouTuber immer machen, ein Haul von Dingen, die sie gekauft haben. Problem ist nur, ich habe nicht irgendwie online geshoppt oder so, ich war einfach bei Medica, aber hey, ich zeige euch, was ich so gekauft habe, was wir so gekauft haben. Aber ich habe bezahlt, deswegen habe ich gekauft. Sorry, musste kurz rein. Okay, Freunde, los geht's mit unserem Edeka-Haul. Freunde, das ist alles nicht gesponsert. Edeka, wäre cool, wenn ihr mich sponsern würdet. Also, ja, ne, könnt ihr mich anschreiben. Wir haben uns Smoothies gekauft. Erdbeer, Banane, Traube. Nein, nicht, weil die gesund sind, sondern weil sie lecker sind. Okay, wir haben hier noch einen grünen Smoothie. Ananas, Kiwi, Apfel und Limette. Delikatess-Mortadella. Nur zu empfehlen, Freunde. Ein paar junge Brechbohnen. Frische Vollmilch, die trinkt nur ich, Pauli trinkt nur Hafermilch. Dann natürlich noch Gurken, Pauli ist schwanger, war nur Spaß. Ein schönes Büblebier. Freunde, immer wissen wichtig, drink responsible, also hier don't drink and drive. Natürlich ganz wichtig, H2O. Eier hier, wie ihr seht, Bio-Qualität. Irgendwas ist ausgelaufen, ich feier das gar nicht. Auf jeden Fall wollen wir heute Schnitzel machen, deswegen gibt es... Wir wollen Spargel mit Schnitzel machen. Okay. Wir wollen Spargel mit Schnitzel. Ja, genau. Das lasse ich einfach so drin, weil ich bin einfach real, Freunde. Ihr wisst, wie es läuft. Dann natürlich Bananen, weil cooles Monkey in the Jungle und so. Physalis. Pauli kann es nicht aushalten, ist schon dran. Bisschen Knäckebrot, Freunde, weil Knäckebrot ist live. Ehrlich gesagt, manchmal weiß ich auch gar nicht, was in dieser Tüte drin ist, weil man da einfach Dinge reinwirft. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Okay, ich wäre nicht lame, wenn ich nicht Chicken Wings hätte. Eine Granate, und zwar Granatapfel. Und natürlich noch mehr Hähnchen. Look at all those chickens. Etwas, das ich gar nicht mag, Sauce Hollandaise und ganz viele Nektarinen. Ein paar Tulpen, Freunde. So, dieser gesamte Einkauf, den ihr jetzt gerade hier gesehen habt, der war... sehr teuer, weil Edeka einfach teuer ist. Also Edeka, bitte, bitte sponsert mich, weil ich kann mir das auf die lange Zeit nicht leisten. 47 Euro haben wir bezahlt, plus 5 Euro für die Blumen.
Pauli hat es wieder raffiniert gemacht. Sie hat die Portemonnaie einfach zu Hause gelassen, sodass mir gar keine Wahl blieb, als zu bezahlen. Das war's mit dem Haul. Pauli, du kannst es jetzt alles wegräumen. Boah, wie lang? Oh. Ja, Update. Pauli hat aus Versehen Mortadella mit Pistazien geholt, Freunde. Für mich ist das kein Problem, aber Pauli hat jetzt gerade schon verkündet, dass sie das nicht so gerne isst. Hm? Willst du was sagen? Ja, das müsste da kommen. Ihr merkt, ist sie auf jeden Fall richtig im YouTube-Game drin. Also sie hat schon richtig viel Lust, mit der Kamera zu sprechen. Aber das kommt alles mit der Zeit, Freunde, weil ich merke es ja selber bei mir, dass es einfach noch unangenehm ist oder beziehungsweise ungewohnt ist. Okay. Seht ihr? Sie will nicht mit euch sprechen. Kannst du mich hier bitte aufmachen? Easy. Alles easy. Die Geschichte kann doch nur erfunden sein. Oder? Nein. Sie ist wahr. Wrong. Freunde, ich krieg dieses Glas nicht auf und ich glaube, ich krieg es sogar auf, während ich die Kamera noch halte, Freunde. Okay, wäre natürlich peinlich, wenn es jetzt nicht klappt. Und es klappt nicht. Okay, du willst die Kamera halten. Sag ja, das ist schwer. Hey, Digga. Meine Hände sind so rutschig, das ist das Problem. Ah ja, immer diese Ausreden von Footballspielern. Erst tun sie immer so, als ob sie richtig viel Kraft haben, dann nicht mal ein Gurkenglas aufkriegen. Meine Hand ist rutschig. Gib mir ein Handtuch und ich mach das sofort auf. Das gibt es nicht. Omae wa mou shindeiru. Easy. Alles easy. 2 hours later. Was geht ab? Es ist wieder ein bisschen mehr Zeit vergangen. Ich habe inzwischen schon eine ganze Menge von dem Haul, den ihr jetzt gerade auch schon gesehen habt, geschnitten. Ich persönlich finde es ziemlich lustig. Aber jetzt kommen wir zum Highlight meines Tages. Pauli hat auch schon angefangen. Es gibt gleich Schnitzel. Ich zeige euch mal ein bisschen, wie Pauli gerade noch die Vorbereitung vollendet. Und gleich gibt's Essen. Also für euch in wahrscheinlich so 30 Sekunden, für mich in ungefähr 15, 20, 30 Minuten. Na, Zauberkoch. Na. Bäh. Wie lange dauert es noch, bis es Essen gibt? Ich denke mal 45 Minuten. 45? Ja, ich kann Kartoffeln haben. 45, habe ich gerade gesagt, nach 15 bis 20. So, das Essen ist fertig. Ihr habt ja jetzt gerade schon gesehen, wie die Schnitzel zubereitet wurden. Ich wünschte, ihr könntet sie riechen. Sie riechen unfassbar gut. Für mich gibt es jetzt Essen und dementsprechend sage ich jetzt auch tschüss, das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Teilt es mit euren Freunden. Und ja, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Lane und peace out, Leute.